um sich wirklich für Gottes Verwendung zu eignen, braucht man nicht nur Bestreben, sondern Führung, Läuterung durch sein Wort und seinen Umgang und seine Erleuchtung. Fügt dem hinzu eure Beobachtungen, Gedanken, Überlegungen und eure Schlüsse. Euer verinnerlichtes, ausgeschlossenes, praktiziert all dies auf jener Basis. Dies sind alles Wege für euren Eintritt in die Wirklichkeit. Sie alle sind unentbehrlich, auf diese Weise wird Gott wahrlich, um sich wirklich für Gottes Verwendung zu eignen, braucht man nicht nur Bestreben, sondern Führung, Läuterung durch sein Wort und seinen Umgang und seine Erleuchtung. Wählst du den Weg von Gottes Werken, kannst du täglich perfektioniert werden, zu jeder Zeit, ob unter guten oder harten Bedingungen. Ob du geprüft oder versucht wirst, arbeitest oder nicht, ob du allein lebst oder in einer Gruppe, immer wirst du Chancen finden, perfekt gemacht zu werden. Versäume keine davon, entdecke sie alle, so lebt man das Geheimnis von Gottes Wort, um sich wirklich für Gottes Verwendung zu eignen. Bestreben, sondern Führung, Läuterung durch sein Wort und seinen Umgang und seine Erleuchtung. Und seinen Umgang und seine Erleuchtung.